das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni. Guten Abend. Nein, Italien ist nicht das erste Land, das die von allen Mitgliedern der Europäischen Union einst beschlossenen Schuldenregeln bricht. Gerade Deutschland hat Vorgaben seit Einführung der Gemeinschaftswährung Euro oft ebenfalls gerissen. Aber Italien wäre das erste Land, das tatsächlich dafür mit einer saftigen Geldstrafe sanktioniert werden könnte. Jedenfalls hat die EU-Kommission heute wegen Italiens hoher Staatsschulden und vor allem Neuverschuldung grünes Licht dafür gegeben. Die EU-Finanzminister, die müssten es in 2 Wochen nur noch absegnen. Ende vergangenen Jahres war es schon mal fast so weit. Man regelte dann zwar nach, aber nun schickt Brüssel einen letzten Warnschuss Richtung Rom. Dort hält man es aber eher für einen Warnschuss mit Platzpatronen. Michael Schramm. Die Europäische Gemeinschaft. Hier nahm sie ihren schriftlichen Anfang im Kapitol von Rom vor 62 Jahren mit den römischen Verträgen. Italien ist Gründungsmitglied der Union. Nach Umfragen aber steht inzwischen eine Mehrheit der italienischen Wähler der Gemeinschaft kritisch bis ablehnend gegenüber. Bei den jüngsten Europawahlen wurde das deutlich. Seit Jahren wächst die Wirtschaft nur schleppend. Die Arbeitslosigkeit ist deshalb hoch und rein statistisch ist jeder Italiener mit fast 40.000 Euro verschuldet. Italien sitzt auf dem größten Schuldenberg der EU mit gut 2,3 Billionen Euro, mehr als 132% dessen, was das ganze Land in einem Jahr insgesamt erwirtschaftet. Dessen ungeachtet hat die vor einem Jahr ins Amt gekommene rechtspopulistische Regierung aus Lega und Fünf-Sterne-Bewegung weiter Schulden gemacht. Bürgergeld wurde eingeführt und Frühverrentungen ermöglicht. Die Märkte reagierten alarmiert. Italien muss höhere Zinsen für seine Kredite bezahlen. Die Sorge um die Fähigkeit des Landes, auf Dauer seine Schulden bedienen zu können, wächst bei vielen Anlegern. Die EU protestierte deshalb immer wieder. Heute nun der letzte Warnschuss aus Brüssel. Ein Defizitverfahren rückt näher, möglicherweise mit einer Milliardenstrafe verbunden und damit auch mit einer Kraftprobe. Wir haben gute Gründe, um die Entwicklung unserer öffentlichen Finanzen zu rechtfertigen. Auch Italiens neuer, starker Mann Matteo Salvini, der klare Wahlsieger der Europawahlen, sieht keinen Grund zum Einlenken, im Gegenteil. Der Innenminister und Chef der rechtsradikalen Lega will weitere Milliarden in die Hand nehmen, um Steuern zu senken. Auch die Defizitregeln der EU hat er im Visier. Er möchte sie lockern und fordert eine Übernahme von Garantien der Europäischen Zentralbank für Italiens Schulden. Wir müssen die Abkommen mit der EU neu verhandeln. Die haben uns in diese schwierige Situation gebracht. Doch die EU besteht auf Einhaltung der Regeln. Kommen jetzt tatsächlich Milliardenforderungen der Gemeinschaft auf das ohnehin hochverschuldete Italien zu? Es ist in der Tat ein Dilemma, in dem sich die EU jetzt befindet. Denn je härter es auf der Politik der Einhaltung der Defizitgrenze besteht, desto mehr gießt es eigentlich Wasser auf die Mühlen der Populisten in Italien. Zurück zum Kapitol in Rom, zu den Ursprüngen der EU. Nicht wenige fürchten, dass was in der ewigen Stadt seinen Anfang nahm, genau hier in Gefahr gebracht wird. Und deshalb schalten wir jetzt zu Markus Görn in unserem ARD-Börsenstudio in Frankfurt. Welche Auswirkungen hat die heutige Entscheidung gegen Italien denn auf den Finanzmarkt? Ja, an der Börse reagiert man allgemein recht zügig auf Entwicklungen, denn immerhin beschaffen sich an der Börse auch Staaten Geld, indem sie Staatsanleihen ausgeben. Anleger kaufen diese und geben somit Geld an diese Staaten. Und da ist es dann wie in anderen Lebensbereichen auch, wer sich Geld leihen möchte, aber nicht als vertrauensvoller Schuldner gilt, muss höhere Zinsen bieten, um Geld zu bekommen. Diese neuerliche Eskalation Roms mit Brüssel führt auch an der Börse zu einer Verschärfung, denn Italien muss Anlegern mehr Zinsen bezahlen für neues Geld. Dieser Satz lag heute bei bis zu 2,5%. Das ist recht hoch. Und dann kann es irgendwann auch zu teuer für Italien werden. Aber was die Politik und die Finanzmärkte sagen, ist das eine. Wie reagiert denn die Wirtschaft darauf? Naja, Politik, Finanzen und Wirtschaft hängen miteinander zusammen. Auch die Unternehmen, vor allem in Norditalien, schauen mit Sorge auf den Konflikt der italienischen Regierung mit Brüssel. Denn es ist vor allem der starke Mittelstand des Landes, dessen Produkte die italienische Wirtschaft am Laufen halten. Politische Unsicherheit bedeutet für die Unternehmen weniger Investitionen, öffentliche Aufträge stocken, Strafmaßnahmen der EU wären Gift. Und wenn es dem starken Mittelstand schlecht geht, dann wirkt sich das mittelfristig auch auf die gesamte Gesellschaft aus. Deshalb warnt der
Unternehmerverband Italiens die eigene Regierung vor falscher Politik. Und es kann also gut sein, dass die Wirtschaft in Italien und die Finanzmärkte gemeinsam in kurzer Zeit großen Druck auf die Regierung in Rom aufbauen, in dessen Folge dann eine politische Kurskorrektur stehen könnte. Markus Görne, vielen Dank für die Einschätzungen nach Frankfurt. Die Staatsverschuldung Italiens und die Reaktion der EU. Dazu ein Kommentar von Michael Strempel vom Westdeutschen Rundfunk. Ich bin kein Freund politischer Regeln um des Prinzips willen. Das gilt auch für den Euro-Stabilitätspakt. Denn selbst Deutschland hat sich mal gegen ein EU-Defizitverfahren gewehrt, weil es der damaligen Bundesregierung 2002 nicht passte. Doch was die EU-Kommission heute beschlossen hat, ist ein Akt politischer Notwehr. Ausnahmen hatte Italien schon bekommen, obwohl die Schuldenlast des Landes katastrophal ist. Die Regierung aus der politisch schwer einzuordnenden Bewegung Cinque Stelle und der Rechtsaußenpartei Lega hat sie nicht genutzt. Will sie auch gar nicht. Zumindest nicht ihr starker Mann, Lega-Chef Matteo Salvini. Der braucht den Kampf gegen die EU. Das ist sein politisches Lebenselixier. Man werde sehen, wer den größeren Dickkopf hat, hat er in Richtung Brüssel gerufen. Besser kann man das Niveau seiner Politik kaum illustrieren. Dass das radikale Aufblähen der Staatsschulden wirtschaftspolitisch Kamikaze ist, weiß Salvini selbst. Er ist ein Hetzer, aber nicht blöd. Sein Kalkül ist ganz schlicht Erpressung. Weil Italien immer noch zu den Großen in der EU zählt, weil ein Staatsbankrott den Euro insgesamt in Gefahr bringen könnte, glaubt er, die EU am Nasenring vorführen zu können. Mit irrwitzigen Versprechen von niedrigeren Steuern und gleichzeitig höheren Sozialleistungen kauft Salvini sich Wählerstimmen. Er will Macht, was die kostet, ist ihm egal. Würde Brüssel dem weiter nachgeben, käme nur die nächste Kampfansage. Es wäre aber hilfreich, wenn die EU bald auch Signale an die von Salvini und Co. verführten Italiener senden würde und nicht nur an die. Die EU sollte zeigen, dass sie nicht nur Regeln überwacht, sondern Ängste und Nöte ihrer Bürger auch ernst nimmt, dass sie nicht nur eine Wirtschafts-, sondern auch eine soziale Union sein will. Eine Initiative für einen europäischen Mindestlohn wäre dazu ein lohnender Versuch. Michael Strempel kommentierte. Gerade mal 10 Tage nach der Europawahl konnten die Dänen heute wieder wählen. Diesmal ihr eigenes Parlament. Und anders als derzeit in Deutschland haben in unserem nördlichen Nachbarland die Sozialdemokraten nach ersten Prognosen die Nase vorn. Sie liegen vor den Liberalen des amtierenden Ministerpräsidenten Rasmussen. Und so könnte ihre Parteichefin, die erst 41-jährige Mette Frederiksen, jüngste Regierungschefin des Landes werden. Die rechtspopulistische Volkspartei verlor dagegen mehr als die Hälfte ihrer Stimmen. Offenbar hilft den Sozialdemokraten eine Strategie mit Spagat. Sie betreiben zwar linke Sozialpolitik, aber in Asyl- und Einwanderungsfragen setzen sie auf einen harten Rechtskurs. Christian Stichler berichtet. Es war ein kurzer, aber heftiger Wahlkampf in Dänemark. Auch Usma Ahmed hat er viel Kraft gekostet. Sie war fast jeden Tag auf der Straße, hat über soziale Netzwerke den Protest gegen die rechten Parteien organisiert. Aus meiner Sicht hat die rassistische Tonlage im Wahlkampf zu tiefen Rissen geführt. Aber es hat sich ein Gegenpol gebildet. Das ist positiv. Usma Ahmed ist in Dänemark geboren. Sie hat viele Muslime ermuntert, diesmal zur Wahl zu gehen, damit Parteien wie der offen islamfeindliche Stram Kurs nicht den Sprung ins Parlament schaffen. Härte zeigen beim Thema Migration, das ist allerdings auch das neue Konzept der Sozialdemokraten unter ihrer Spitzenkandidatin Mette Frederiksen. Nach Ansicht vieler Beobachter gibt es einen einfachen Grund für das Comeback der Arbeiterpartei. Sie hat ihre Einwanderungspolitik geändert. Früher waren sie damit nicht im Einklang mit großen Teilen der Bevölkerung. Die Sozialdemokraten haben die Probleme nicht wahrgenommen. Das hat die Wähler zu den Rechten vertrieben. Das hat sich nun geändert. Verloren haben vor allem die Rechtspopulisten von der dänischen Volkspartei. Sie waren bisher Mehrheitsbeschaffer des rechtsliberalen Premierministers Lars Løkke Rasmussen, der nicht weiterregieren kann. Er hat Mette Frederiksen bereits eine Zusammenarbeit angeboten. Auf der Wahlparty der Sozialdemokraten am Abend wollen die Anhänger aber von einer großen Koalition nichts wissen. Die Sozialdemokraten wollen es lieber mit wechselnden Mehrheiten versuchen. Wir möchten gerne eine Zusammenarbeit auf breiter Basis. Es gibt viele Parteien im dänischen Parlament, mit denen wir kooperieren können. Aber es gibt keine Partei, mit der wir in allen Punkten übereinstimmen. Enttäuschung bei den Anhängern der dänischen Volkspartei. Fast 25 Jahre haben die Rechtspopulisten die Verschärfung der dänischen Migrationspolitik vorangetrieben.
Jetzt haben sie an die Sozialdemokraten verloren, aber auch an die Parteien am rechten Rand. Sehr ärgerlich, dass die dänische Volkspartei so stark verloren hat. Aber das sind die Spielregeln in der Politik. Manchmal geht es rauf, manchmal runter. Heute ging es für uns bergab. Offen ist derzeit noch, wie die Parteien am rechtsextremen Rand abschneiden. Als Rasmus Paludan am Abend Christiansborg betritt, weiß er noch nicht, ob er den Sprung ins Parlament geschafft hat oder nicht. Es könnte also eine lange Wahlnacht in Kopenhagen werden. Christian Stichler in Kopenhagen. Bislang hatten wir nur Prognosen und mittlerweile gibt es aber eine erste Hochrechnung. Wie sieht die aus? Ja, die Hochrechnung bestätigt das, was wir kurz nach acht schon in den ersten Prognosen erfahren haben. Das heißt, wenn man in den alten Blöcken denkt, der rote Block hat die Nase deutlich vorn und der blaue Block hat deutliche Verluste hinnehmen müssen. Im blauen Block vor allem die Dänische Volkspartei und im roten Block, da haben die Sozialdemokraten leicht hinzugewinnen können und sie sind damit auch die Wahlsieger dieses Abends. Offen ist derzeit noch, wie es am rechtsextremen Rand aussieht. Welche Parteien da tatsächlich am Ende den Sprung ins Parlament schaffen, das wird erst wahrscheinlich der späte Abend oder die frühe Nacht zeigen. Die Positionen der dänischen Sozialdemokraten wären hierzulande ja vermutlich unvereinbar. Warum hat das offenbar aber in Dänemark funktioniert? Viele sagen, mit dem Einzug der Dänischen Volkspartei vor mehr als 20 Jahren, da hat sich sozusagen die dänische Politik oder seither hat sich die dänische Politik geändert. Die Ausländerpolitik, die Einwanderungspolitik hat sich verschärft. Diesen Kurs haben nun auch die Sozialdemokraten nachvollzogen und damit ordentlich punkten können. Denn sie sind offenbar glaubhafter als das Original, vor allem auch, weil sie eben einen Ausbau des Wohlfahrtsstaates versprechen. Und da ganz klar sagen, wir können nur das verteilen, was wir auch haben. Und dann können wir eben in Dänemark, müssen wir darauf achten, dass nicht so viele Leute ins Land kommen, damit wir die Sozialschwachen im Land auch mit diesem Wohlfahrtsstaat ausstatten können. Dieses Konzept scheint aufzugehen. Außerdem haben die Sozialdemokraten auch noch am Schluss des Wahlkampfes deutlich auf Klimaschutz gesetzt. Das hat offenbar auch noch ein paar Punkte bei den Wählern gebracht. Christian Stichler, vielen Dank für die Informationen nach Kopenhagen. Auch der Weisheit lehren muss man mit Vergnügen hören, wusste schon Lehrer Lempel bei Max und Moritz, der dafür da war, dass dies mit Verstand geschah. Der Rest ist bekannt. Aber wo wird der hierzulande auch heute noch am besten umgesetzt, der Beschluss, dass der Mensch was lernen muss? Das legt Jahr für Jahr die Jury des Deutschen Schulpreises neu aus und schaut, an welcher pädagogischen Einrichtung des Landes demnach die größte Freude in der Lernzufriedenheit gilt und warum. Der Hauptpreis als beste Schule Deutschlands 2019 geht also an Jan Koch verrät's. Alle fiebern mit. Schülerinnen, Schüler, Lehrerinnen, Public Viewing. Welche der 15 Finalistenschulen wird gewinnen? Es ist die Gebrüder Grimm Schule aus Hamm. Wir können es gar nicht fassen, ich kann gar nichts mehr sagen. Wir haben damit nicht gerechnet und wir sind unglaublich stolz und glücklich. Ja. Aus der Brennpunktschule in Hamm-Westfalen wird die beste Schule. Seit 12 Jahren bastelt Schulleiter Frank Wagner mit seinem Team am Schulkonzept Lachen, Leisten, Lesen. Wir waren eine Schule mit ganz besonderen Herausforderungen. Das heißt, wir hatten es nicht leicht. Eine kleine Schule mit wenig Platz. Eine Schule mit teilweise Kindern mit echt herausforderndem Verhalten. Ein Schultag beginnt für die Schülerinnen gerne mal mit einem Tanz, bevor es danach im Klassenraum heißt Schreiben, Lesen, Rechnen. In der 4B tagt heute aber auch der Klassenrat. Hier bestimmen alle Schülerinnen und Schüler ihre Lernziele. Ganz individuell. Auch CIMAF. Mein neues Ziel ist, besser in Mathe zu werden. Was genau möchtest du in Mathe üben? Also das mit dem Rechnen und so, da komme ich so ganz voran. Das ist einfach uns ganz wichtig, dass jedes Kind Verantwortung für sein Lernen übernimmt. Und indem es ein Ziel festlegt und auch da festlegt, wie es das Ziel erreichen will, übernimmt es gleichzeitig Verantwortung dafür, dass dieses Ziel auch wirklich erreicht. Und die anderen Kinder sind ganz toll dabei, nochmal Tipps zu geben. Auch die jahrgangsübergreifenden Intensivkurse wählen alle Kinder frei und eigenständig. CIMAF und Ian aus der 4B tragen sich für Werken und Heftführung ein. Ich finde es hier sehr toll, weil man kann halt auch wählen, was man trainiert. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mal gut kann, aber Größen zum Beispiel nicht, dass ich dann nicht nur Matheunterricht, wenn wir halt zum Beispiel mal gerade haben, nur mal trainieren muss, sondern auch das, was ich nicht gut kann. Freiräume schaffen, Eigenverantwortung lernen.
Dazu gehören Lerninseln, Schulstunden voller Kreativität, ob beim Malen, beim Stopptrickdreh oder Tabletunterricht. Für die nötige Motivation sorgen Lobbriefe für besondere Leistungen. Die erhält jedes Schulkind mindestens einmal im Grundschulleben von Schulleiter Wagner. Ist das dein erster Lobbrief? Hör mal, richtig toll. Du musst unbedingt so bleiben. Das ist ganz, ganz toll, was du machst, okay? Schau mal, der ist für dich. Sei ganz stolz drauf, zeig ihm Mama und Papa. Es kann nur funktionieren, wenn die Kinder hier ganz fröhlich zur Schule gehen, wenn sie gerne kommen, wenn sie sagen, ich habe Spaß an Schule, ich habe Spaß am Lernen. Das löst nicht alle Probleme in Hamm, aber macht den Umgang mit ihnen leichter. Herzlichen Glückwunsch an die Grimm-Schule. Was aber, wenn man auf einer noch so guten Schule ist, den Stoff aber einfach nicht kapiert oder die Lehrer es schlicht nicht vermitteln können? Es kostet schon Überwindung, dann zum dritten oder vierten Mal vor versammelter Klasse nachzufragen. Gut, dass es da auch hierfür dieses Internet gibt. Carsten Schabowski. Johann geht in die siebte Klasse. Schule allein reicht ihm nicht. Er paukt den Stoff zusätzlich per YouTube. Klar, der Lernstoff ist dort immer verfügbar. Und bei Bedarf kann er hier seine Lehrer sogar wechseln oder abschalten. 800 Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren wurden für eine neue Studie befragt. Ergebnis: 47% der Schüler machen es wie Johann. Bei YouTube wird fast alles erklärt. Besonders beliebt Mathematik. Einer der YouTube-Kanäle, die oft geklickt werden, Lehrer Schmidt. Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Heute geht's um Wurzelrechnung. Dahinter steckt Kai Schmidt, er ist Lehrer und Rektor in Uelsen. Sein Angebot bei YouTube reicht von der richtigen Lernmethode bis hin zu Mathe. Mittlerweile hat er über 160.000 Abonnenten. Und über den Trend Schulunterricht per YouTube habe ich vor der Sendung genau mit diesem Lehrer Schmidt gesprochen. Guten Abend, Herr Schmidt. Guten Abend. Was macht mehr Spaß, YouTube-Videos produzieren oder Klassenunterricht? Na, Klassenunterricht natürlich, gar keine Frage. Aber Sie machen das ja trotzdem recht regelmäßig mit den YouTube-Videos. Machen Sie da nicht auch selbst Konkurrenz für einen eigenen Unterricht? Wozu noch in der Klasse aufpassen, wenn ich es mir dann später per Video reinziehen kann? Nein, das ist falsch. Ich glaube, beides ergänzt sich wunderbar. Der Schulunterricht in der Schule, der gehört in die Schule und der ist richtig von Mensch zu Mensch. Und YouTube-Videos können die ganze Sache aus meiner Sicht positiv ergänzen. Und dennoch scheint da ein Bedarf zu sein. Liegt der Erfolg dieser YouTube-Videos daran, dass die entweder so gut gemacht sind oder auch vielleicht, dass der Schulunterricht so schlecht ist? Ich meine, zuletzt haben wir ja große Schlagzeilen wegen der Mathe-Abitursarbeiten bei vielen Schülern gehabt. Nein, ich glaube, es ist ganz einfach die Sache, dass er da ist und dass er verfügbar ist und dass er eben, dass diese Lernvideos da sind, wo die Schüler sind. Die Schüler bewegen sich nun mal auf YouTube und von da aus, von einem Video, von wem auch immer, zu einem Lernvideo, das ist ganz kurz. Und dann gibt es noch den Kostenfaktor. YouTube ist verfügbar und zwar immer und zwar gerade dann, wann die Schüler eben Lust haben. Und das kann morgens, abends oder auch nachmittags sein. Wenn man aber so das typische YouTube-Video sich anschaut, dann ist das schnell geschnitten mit Musik und Fesseln. Und Ihr Video, mit Verlaub, kommt ja nicht besonders fesselnd drüber, sondern eher getragen. Aber liegt darin vielleicht auch gerade der Erfolg? Naja, also ich mache meine Videos genau so, wie sie halt auch im Unterricht sind. Also man hört von mir auch die gleichen Dinge, wie jetzt nehmen wir das Geodreieck und jetzt wird unterstrichen und wir rechnen dies so und so und das ist die Alternative. Ich möchte eben, dass es authentisch ist und so ist es bei mir im Unterricht und so soll es auch in den Videos sein. Und wie haben Ihre Kolleginnen und Kollegen reagiert, als Sie damit angefangen haben? Am Anfang habe ich viel Hohn und Spott kassiert, das muss man sagen. Das ist 4 Jahre her, da hatte YouTube vielleicht auch noch einen anderen Stellenwert, als das heute der Fall ist. Weniger bekannt und vielleicht auch noch so ein bisschen so ein negatives Spiele-Image. Und das hat sich in den letzten Jahren ja gewandelt. Und genau so hat sich auch die Meinung der Kollegen gewandelt. Mittlerweile ist das bei mir an der Schule sowieso normal, man kennt das. Und ich glaube, das ist jetzt einfach auch so, ja, es ist einfach ein richtig gutes Werkzeug. Ich glaube, so muss man es sehen. Das heißt, als Ergänzung und nicht als Konkurrenz gesehen? Ganz genau. Nun ist aber YouTube eine kommerzielle Plattform, die auch designt ist, einen User zum Verweilen zu verlocken. Dann spuckt der Algorithmus neue Videos, die fesseln und man klickt sich dann fest und macht vielleicht gar keine Hausarbeiten mehr, Hausaufgaben. Bräuchte nicht auch eine öffentliche Plattform, die auch ohne Werbung auskommt? Ich fände das grundsätzlich gut. Ich kann mir das total gut vorstellen, sowas wie eine Bildungscloud, wegen mir auch deutschlandweit mit Lernvideos von Lehrern, würde ich absolut begrüßen. Ich glaube, wir dürfen aber nicht außer Acht lassen, dass YouTube eben einfach auch cool ist und dass die Jugendlichen sowieso da sind und dass der Weg von einem Video, wie ich gerade sagte, zu einem Lernvideo eben viel kürzer ist, als wenn ich vielleicht erst die App
von einer Lerncloud oder was auch immer öffnen muss. Ich würde das grundsätzlich begrüßen. Ich glaube aber, der Erfolg der Lernvideos hängt auch mit YouTube zusammen. Aber nochmal die Frage, Sie glauben nicht, dass der Erfolg der Videos darin liegt, dass es Lehrer immer weniger schaffen, Schüler zu erreichen? Nein, ganz im Gegenteil. Ich glaube, der Reiz der Lernvideos liegt darin, dass ich als Schüler die Möglichkeit habe, den Lehrer oder den passenden YouTuber mir auszusuchen, bei dem ich vielleicht am besten lerne. Und wir kennen das doch auch alle aus der Schule. Bei dem einen, da mögen wir den Unterricht, den mögen wir irgendwie. Und wenn diese Beziehungsebene klappt, dann klappt das auch mit dem Unterricht. Und wenn wir den Lehrer dann irgendwie blöd finden, ja, dann ist das viel, viel schwieriger. Und in der Schule bin ich dieser Situation ausgeliefert. Und das habe ich in YouTube nicht. Wenn ich den doof finde, dann suche ich mir einen anderen Kanal und die Auswahl ist groß. Nun gibt es sogenannte Influencer, die können mittlerweile ganz gut leben von ihren YouTube-Kanälen. Wie lange bleiben Sie noch an der Schule? Ganz sicher. Also Lehrer sein, das ist mein Beruf, das mache ich gerne und das werde ich auch ganz sicher bis zur Rente machen. Das steht völlig außer Frage. Kai Schmidt, Mathelehrer und Rektor in Uelsen, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Tschüss. Dinge per Video zu erklären, das haben wir natürlich auch im Angebot. Schauen Sie doch mal in den YouTube-Kanal der Tagesschau rein. Dort finden Sie unter anderem auch unsere kurz erklärt Videos zu allen möglichen Themen. Mit einer Würdigung der noch lebenden Weltkriegsveteranen haben die Feierlichkeiten zum Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie, dem sogenannten D-Day, begonnen. Mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Judith Rakers. Vor 75 Jahren brachen mehr als 150.000 Soldaten von Südengland Richtung Frankreich auf. Die Operation war ein bedeutender Schritt hin zum Sieg über das nationalsozialistische Deutschland. Die Staats- und Regierungschefs betonten, dass sich die Schrecken des Zweiten Weltkrieges nie wiederholen dürften. Sie wussten, dass viele von ihnen sterben würden bei der Landung der Alliierten in der von Hitlers Truppen besetzten Normandie. 75 Jahre nach D-Day, stolze Veteranen bei der Gedenkfeier in Portsmouth. Zu ihren Ehren sind Staats- und Regierungschefs aus 16 Ländern angereist. Sie zollen Respekt den Gefallenen wie den Überlebenden. Many of them would never return. Viele von ihnen kehrten nicht zurück. Ihre heldenhafte Courage und das Opfer derjenigen, die ihr Leben verloren, wird nie vergessen sein. Will never be forgotten. D-Day markierte einen Wendepunkt im Zweiten Weltkrieg. Unvorstellbar damals, dass aus Feinden Freunde werden könnten. Dass ich als deutsche Bundeskanzlerin heute dabei sein kann, dass wir heute gemeinsam für den Frieden und die Freiheit eintreten, das ist ein Geschenk der Geschichte, das es zu schützen und zu pflegen gilt. Eine Mahnung an die Verbündeten von heute, die damals erkämpfte demokratische Nachkriegsordnung nicht durch nationalistische Alleingänge zu gefährden. Im Streit über den Stromnetzausbau für Windkraft aus dem Norden gibt es eine Einigung. Wirtschaftsminister Altmaier hat sich mit den Ländern Bayern, Hessen und Thüringen auf so wörtlich bürgerfreundliche Lösungen verständigt. So soll es in dem Dreiländereck nun mehr Erdverkabelungen geben. Notwendig sind neue Leitungen, weil Deutschland bis Ende 2022 aus der Atomkraft und bis 2038 aus der Kohle aussteigen will. 10 Tage nach der Bürgerschaftswahl in Bremen wollen die Grünen Verhandlungen mit der SPD und der Linkspartei über ein rot-grün-rotes Bündnis aufnehmen. Das beschloss der Landesvorstand der Partei am Abend. Die endgültige Entscheidung darüber trifft morgen die Grünen-Basis. Die Partei war bei der Wahl hinter CDU und SPD drittstärkste Kraft geworden. Der Fußball-Weltverband FIFA hat Präsident Infantino für 4 weitere Jahre im Amt bestätigt. Der Schweizer war in Paris einziger Kandidat. Als Nachfolger Blatters führt er die FIFA seit 2016. Zuvor hatte der 49-Jährige Fehler eingeräumt, insgesamt aber ein positives Fazit seiner Amtszeit gezogen. Infantino war wegen seiner Pläne für neue oder erweiterte Turnierformate in die Kritik geraten. Am heutigen Mittwoch ist zwar Weltumwelttag, aber eigentlich findet der seit Monaten jeden Freitag statt. Wenn auch hierzulande vor allem Jugendliche auf die Straße gehen und mit den Fridays for Future-Protesten die Politik auffordern, tut endlich etwas für die Klimarettung. Es ist der gleiche Gedanke, der auch Jugendliche in den USA antreibt. Schon vor 5 Jahren zogen sie beim großen Marsch zum Klimaschutz von Nebraska bis nach Washington, D.C. Damals mit dabei
Kelsey Juliana. Zusammen mit anderen Jugendlichen klagt die heute 23-Jährige seit mehreren Jahren, um die US-Regierung für die aus ihrer Sicht verfehlte Politik verantwortlich zu machen. Jetzt wurde vor einem Gericht in Oregon verhandelt. Claudia Buckenmeier war dabei. Kelsey Juliana glaubt fest daran, dass ihre Klage gegen die US-Regierung eine Chance hat. Anders als junge Klimaschützer im Rest der Welt, die mit politischen Argumenten kämpfen, wollen Kelsey und 20 weitere junge Menschen die Regierung vor Gericht zur Rechenschaft ziehen. Für eine klimafeindliche Politik, so ihre Anklageschrift. Das Plädoyer einer Klimaschützerin. Ich mache das, seit ich 10 Jahre alt bin. Jetzt bin ich 23. Wir haben Zeit, bis der 11-jährige Levi, der jüngste Kläger, so alt ist wie ich, um drastische Maßnahmen für die Rettung des Klimas zu ergreifen. Kelsey bezieht sich auf den Weltklimarat. Der gibt der Politik noch 12 Jahre. Viele verfolgten draußen die Anhörung im Gericht von Portland. Zum wiederholten Mal sollen Richter entscheiden, ob es zu einem Prozess gegen die Regierung in Washington kommen wird. Die versucht schon jahrelang, das über Verfahrensfragen zu verhindern. In Portland vor 3 Jahren. Damals gab das Gericht der Klage in erster Instanz statt. Es gebe ein Verfassungsrecht auf eine gesunde Umwelt. Kelsey war die älteste Klägerin. Sie alle unterstützt und betreut von der Organisation Our Children's Trust, die Stiftung unserer Kinder. Das war noch unter der Obama-Regierung. Kelsey ist nie müde geworden, sich zu engagieren. Sie kämpft nicht gegen Demokraten oder Republikaner, sondern gegen eine Politik, die Energie fördert, die der Umwelt schadet, wie Erdöl oder Kohle. We're fighting for our stories. Wir kämpfen für unsere Geschichten und dafür, dass die Folgen, unter denen wir leiden, gehört werden. Deshalb ist der Prozess so notwendig. Dann können wir vor Gericht über diese Folgen berichten und von dem Leid, dem die Regierung uns wissentlich und bereitwillig ausgesetzt hat. Levi, als jüngster Kläger, einer der Stars der Gruppe, lebt auf einer Insel vor Florida. Sein Zuhause wird immer häufiger von Stürmen und Überschwemmungen heimgesucht. Davon will er in einem Prozess erzählen. Noch ist er ganz angetan von der Anhörung. Es war ein gutes Gefühl. Die Richter haben die Anwälte der Regierung sehr viel mehr gefragt als unsere. Das sieht gut für uns aus. Kelsey setzt nun auf den Mut der Richter, damit in einem Prozess offen darüber geredet wird, wie politische Entscheidungen der Natur schaden. Doch das kann wieder Monate dauern. Bei uns waren landesweit heute Klimaanlagen gefragt, die ja auch nicht so gut fürs Klima sind, weil sie enorm viel Strom verbrauchen. Können wir da in den kommenden Tagen also abschalten, Sven Plöger? Ich würde sagen, Ingo, mal abschalten, mal wieder einschalten. Morgen eher abschalten, zumindest in weiten Teilen Deutschlands, nicht im Osten. Und dann am Freitag wieder einschalten. So sieht das aus. Im Moment das ganze große Thema beim Wetter, wieder eine Unwetterlinie. Und die möchte ich sofort zeigen. Und das sieht man hier, der Film läuft an. Und Sie sehen hier westlich von Deutschland im Moment. Jetzt aber das Saarland mit wirklich richtig Power erreichend. Auch die westliche Eifel wird jetzt erreicht. Schwere Gewitter, Hagel, Platzregen, Sturmböen. Und selbst, ich möchte es nicht ausschließen, dass ähnlich wie gestern Abend, wo es in Bocholt in Nordrhein-Westfalen ja einen Tornado gegeben hat, möglicherweise wieder zu einem kommt bei dieser Wetterlage. Schauen Sie sich das mal an, das ist ganz aktuell. Wir haben das Tief hier etwa im Raum Karlsruhe in Offenburg aktuell 29 Grad. Und schauen Sie mal hier, zwischen Paris und Brüssel die Temperaturen im Moment bei 10 Grad. Weiter südlich in Frankreich teilweise 8 Grad. Hier 120 Kilometer pro Stunde Wind aus westlichen Richtungen gegen die Ostströmung. So, das verursacht diese entsprechenden Unwetter, die uns in der Nacht weiter beschäftigen werden. Insbesondere, wie gesagt, in der Westhälfte mit allen Ausprägungen, die ich beschrieben habe. Nochmal sei erwähnt, schwerer Hagel kann dabei sein. Weiter im Osten bleibt es ruhig. Hier in der warmen Luft, Temperaturen in Berlin wahrscheinlich bei 22 Grad. Im Westen nur noch 10 bis 14, da ist die Luft dann getauscht. Der morgige Vormittag, ruhigeres Gebaren des Wetters, weil die Front durch die fehlende Sonneneinstrahlung ein bisschen schlaffer wird, weiter im Osten, wieder der Sonnenschein. Nachmittags baut sich das Ganze dann hier auf mit teilweise schweren Unwettern. Dafür bekommen die Regionen mit dem Waldbrand in Brandenburg
zumindest mal ein bisschen Regen ab. Im Verlauf der nächsten Woche sieht es dort in Sachen Regen dann besser aus. Osthälfte 28 bis 32, sonst durchatmentaugliche 16 bis 21 Grad. Der Wind wechselt dann auch im Osten die Richtung auf West. Die Aussichten zeigen folgendes Bild. Wieder ein sommerlicher Freitag und ein etwas kühlerer Samstag. Also bei den Temperaturen ist das gerade eine ordentliche Achterbahnfahrt, Ingo. Turbulente Tage. Vielen Dank für die Aussichten, Sven Plöger. Das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten folgt jetzt Sandra Maischberger, die ihre Gäste fragt, ist die Bundesregierung am Ende? Das Nachtmagazin mit Kirsten Gerhardt meldet sich um Mitternacht und wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dann, tschüss.